Hi Gudubi und willkommen zur Reaction zu Pokémon Presents am 27.02.2024. Ich bin gespannt, was wird kommen, was werden sie uns zeigen, was sind die nächsten Pokémon-Spiele, die sicherlich zum Weihnachtsgeschäft 24 erscheinen sollen. Ich habe da so eine Vermutung, ne? Ich habe da so eine kleine Auflistung und ich sag mal so, ich habe die schon vorher publiziert und das ist ein rein logischer Rhythmus. Es ist nur die Frage, wird er jetzt durchbrochen oder kriegen wir wirklich 2024 die Re-Remakes, quasi Neues zu Gold und Silber. Let's go, Johto. Oder wird man sich sagen, ja komm, lassen wir und wir machen Schwarz-Weiß Remakes, jetzt schon. Eine neue Gen wäre jetzt eigentlich nicht an der Reihe. Aber man weiß nie. Es kann auch was Unerwartetes sein wie Legenden Arceus, nicht wahr? Ich schreib's mal in den Chat der Premiere. Google Mama. Gleich geht's los. Ich bin sehr gespannt. Ich lade das so schnell wie möglich hoch. Und wenn es Highlights gibt, lade ich die auf Let's Play Markus hoch. So Sachen. Aber mit Pal World hat man natürlich jetzt auch so einen kleinen Maßstab. Hat man so einen Vergleich. Ja. Und ich bin mir sicher, es wird nur einen klitzekleinen Teaser geben. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dass man aller Bomben, Rashura. Dass man vermutlich sehr viel mit Spin-Offs oder Kleinigkeiten, irgendwelchen Apps, neuen Anime oder Zeichentrickserien auf sich aufmerksam macht. Nur am Ende so einen kleinen Mini-Teaser abzuhalten. Weil es ist ja noch mehr als genug Zeit. Ne? Aber auf meinem YouTube-Kanal gibt es jetzt ein neues Let's Play. Pokémon Neo Y. Ich habe schon ein paar Parts aufgenommen. Ich muss euch sagen, sehr interessant und sehr spannend. Ich übertreibe nicht. Der Schwierigkeitsgrad ist der ausschlaggebende Faktor, der das Ganze wirklich sehr pikant macht. Aber X und Y Remakes, mit denen rechne ich heute tatsächlich nicht. Ist aber eigentlich auch wild, ne? Ist eigentlich auch wild, wie schnell das geht. Aber es ist halt immer so, um das auch mal zu erklären, abwechselnd neue Generationen mit DLCs, ne? Früher waren es Spezialeditionen oder Fortsetzungen, da waren es jetzt DLCs. Abwechselnd mit Remakes. Und eigentlich immer das am längsten zurückliegende Pokémon-Spiel, das noch kein Remake bekommen hat. Ich sag's nur mal so, als alle nach Omega Rubin Alpha Saphir gesagt haben, die nächsten Remakes werden Diamant und Perl, habe ich gesagt, ja, schön, ne? Aber eigentlich sind Feuerrot und Blattgrün ja jetzt schon technisch veralteter als Diamant und Perl. Ne? GBA-Spiel gegen DS-Spiel. Und deswegen habe ich damals natürlich hochgepokert und habe gesagt, das wird ein Kanto-Remake wiedergeben. Und auch wenn Let's Go Pikachu Evoli ja sich mehr an Pokémon Gelb orientieren, es war trotzdem wieder eine Kanto-Reise. Also ne, ein Remake der ersten Generation. Wisst ihr, wie ich meine? Und erst danach, ne, kam erstmal Gen 8 und dann kamen eben Diamant Pair Remakes. Jetzt gab es Gen 10, wie ich gesagt habe. Hier ist alles nochmal aufgelistet. Und dementsprechend kommen auch ne, jetzt erstmal Johto-Remakes, wenn sie dabei bleiben. Zwar sind Heartgold, Soulsilver älter als Schwarz-Weiß, aber beides sind DS-Spiele. Die sind, gleich geht's los, die sind nicht so weit voneinander entfernt von der technischen Seite aus. Deswegen. Hoffentlich keine Shadow Drops. Ich hasse Shadow Drops. Jetzt hatten sie ein bisschen mehr Zeit, um sich um die neuen Spiele zu kümmern. Ne? Also ein Jahr quasi nur mit DLCs. Aber wie von mir auch prognostiziert, ne? 23. Das ist immer so dieses kleine Pufferjahr. Weil DLCs natürlich nicht so viel brauchen. Und es wird natürlich für die Switch sein und nicht für den Switch-Nachfolger, weil es den A noch nicht gibt und B, selbst wenn es den gäbe, würde die Pokémon Company jetzt noch nicht darauf liefern. Aber die werden erstmal sanft beginnen, glaube ich. Let's go. Rein da. Gucke mir mal. Presents steht da. Oder? Heck. Konnte man da was lesen? Ja, die Leute schreiben in den Chat Johto, Johto, Johto. Das hat jetzt noch nichts zu bedeuten. Hello everyone.
I'm Ishihara from the Pokemon Company. Tach. Today, February 27, is Pokemon Day. This is the date that the Pokemon Red and Pokemon Green games were first released in Japan. Das ist so. Our adventures with Pokemon, which started with the simple fun of collecting, trading and battling in the Pokemon Red and Pokemon Green games. Jedes Jahr an die Anfänge erinnert. Ich weiß es noch gut. Also rot-blau zumindest natürlich. We'll keep challenging ourselves to create new ways to enjoy Pokemon and we hope you'll continue your adventures. Ist das Mega Bisaflor? Today, we will be bringing ist ein normales Bisaflor, oder? News about Pokemon, including our newest title. Diverse Neuigkeiten. Please take it away. Utsunomiya. Hello, I'm Hello. Utsunomiya from the Pokemon Company. I hope everyone has enjoyed their adventures in the Pokemon Scarlet and Pokemon Violet games so far. Haben wir gespielt. To commemorate Pokemon Day, we've planned a series of Terra Raid battle events where you'll be able to face off against a mighty Venusaur, Blastoise, and Charizard. The first of these Terra Raid battle events will begin tomorrow. We hope das war's. You all enjoy Dann bis nächstes Jahr. Today, I'd also like to share the latest updates on a number of our other updates. Games. Please have a look at this. Various updates. Kleinkram zuerst, hau raus. Fehlen da noch welche? Ich weiß es nicht, ich dachte eigentlich, die wären... A collaboration event with Pokemon Go is on its way. Ey, die Serie, die machen gut Werbung für die Serie, oder? So auf Facebook oder so. Wenn ich scroll, ich sehe immer Pokémon Horizonte. Und eigentlich muss man mal reinlucken. Ich weiß nur nicht, wo das läuft eigentlich. It even knows an attack new to Pokemon Go, Bolt Tackle. Charcadet, Armor Rouge, and Cerulege are coming too. And Liko and Roy will be dropping in when you snap a pick and go snapshot. So set out on an adventure with your Liko und Rory. Ich muss die Namen so ein bisschen. Die müssen sich festigen in meinem Hirn. Schöne Kindheitserinnerung weg. Die Namen von den neuen Trainern hin. Ach, man sollte sich den Chat halt wirklich nicht geben. Das ist so belastend, wenn ich mir das durchlese. Was haben die erwartet? Ganz wirklich. Ich glaube, letztes Jahr gab es eine Pokémon Presents, da war fast nichts los. So, jetzt schläft so ein Raikou neben dir, ne? Warum nicht? Angenehm Schlaf, du. Na, benutzt es jemand von euch? Effektiv, nicht einmal ausprobiert. Da kommen jetzt auch Liko und Rory rein. Now, I never give up. Lang ist her. Mein Letztest. You're the greatest in the world. Oh oh. You're the greatest and strongest partner I can Gold-Silber-Hinweise. Wer jetzt einschaltet, wer sich denkt, okay, Pokémon Presents schnell einschalten, denkt sich jetzt so, oh nein, das sind die Gold-Silber-Remakes. Alter, da kommt die. Was macht der denn da? Ist doch der Silbertyp gegen die... Ah! Also an für sich finde ich das cool, dass man so viele präsente und wichtige Pokémon-Persönlichkeiten da hat. Aber das Gameplay vom Spiel ist halt nicht meins. So, jetzt kommen die wichtigen Sachen. Pokémon Café Remix. Alles ruhig, Leute. Wir kennen's doch. Wir kennen's doch. Was nur ein bisschen witzig ist, das sind die Spiele, die schon in alten Pokémon Presents gezeigt wurden, die jetzt nur Updates bekommen. Also quasi eine Unterbietung von früheren Pokémon Presents, wo man auch schon enttäuscht war, weil es Pokémon Café Mix und so neu gab oder Pokémon Masters. Aber jetzt gibt's dieselben Spiele halt nochmal. Da wurde Tigo! Geil, werde ich nicht spielen. Wie, die Mobile Games sind abgehakt, lieber Chat. Pokémon Unite, wir haben noch einiges. Das gibt's auch für Switch. Habe ich auch einen letzten Test gemacht, ne? Wir verstehen uns. Könnt ihr euch auf meinen Kanal angucken, wenn noch nicht gezeigt. Wisst ihr, was cool wäre zu Pokémon Tekken? Aber ich würde mich immer noch über irgendeinen Spin-Off freuen. Ob das jetzt ein... Ja, Snap haben wir bekommen, ne? Mystery Dungeon, Trading Card Game oder irgendwas ganz Neues ist.
das wäre mal ganz entspannt, sich mal mit irgendwas Neuem zu beschäftigen, ne? Warum sieht das Mobile Game besser aus als Karmesin Purpur? Weil Karmesin Purpur eine Open World ist, lieber Chat. Ja? Lieber Zero. Moving on. Please have a look at this video. Jetzt könnte was kommen. Aber nur vielleicht. Das sieht nicht so aus. You got a pack. Also irgendwas mit Trading Card Game. Genetic Apex. Karten sammeln, ohne Karten in der Hand zu haben. Jetzt alles auf deinem Handy. Pokémon Milch. Warum? Alter, die alten vor allen Dingen. Das habe ich eben schon bei dem... Irgendeiner habe ich gerade gesehen, das ist mir doch eine alte Karte. Boah, geil. Boah, du hast es nicht in der Hand. Du siehst es eigentlich gar nicht leuchten. Das war doch das Geile, wenn du so eine glänzende Karte in der Hand hattest, damit du das gesehen hast. Aber so auf dem Screen macht das ja gar keinen Sinn. Das ist ja gar nicht derselbe Effekt. Idee ist gar nicht schlecht. Aber trotzdem, wenn, dann würde ich es eher in die Hand nehmen. Ich habe im letzten Video gemacht, eine Reaction auf den Pokémon-Hype. Und da habe ich die jetzt nochmal rausgekramt, die ich so in letzter Zeit bekommen habe, die Pokémon-Karten. Auch die aktuellen. Ja, Lootbox, ne? Ich könnte sich da ein bisschen Geld verdienen. Das ist halt auch... Die Pokémon Company braucht mal Geld. Das mit dem Öffnen, ja, das ist worauf wir stehen. Das ist geil. Mewtwo X. Mit dem bist du nicht mehr zusammen, oder was? Alter, wenn wegen so einer scheiß Musik das jetzt gecopyright würde, das Video. Aber ist was egal. What you just saw was the world's first look at Pokémon Trading Card Game Pocket. Pocket. This game lets you easily collect Pokémon cards. Pocket Monsters Trading Card Game Pocket. Enjoyed since they debuted in 1996, but in a new digital format. Ist sinnvoll für die. Pokémon Company is developing this game as a three-party collaboration with Creatures Inc., the creators of the Pokémon Trading Card Game, and DNA. Are partners in the development of Pokémon Masters EX. Pokémon Go, vor allen Dingen. To mark the launch of this title. Here's a message from Mr. Yuji Kitano, President and CEO of Creatures. Mr. Kitano, take it away. Ja, aber selbst spielen werde ich es nicht nur mal so dazu gesagt. Hello everyone, I'm Yuji Kitano from Creatures Inc. Jetzt können die sich beim Verkaufen der Pokémon-Karten halt auch noch die Produktionskosten sparen, ne? With Pokémon Trading Card Game Pocket, we hope to bring you all a new way. Aber das gab's ja auch mal auf dem PC. Gibt es immer noch ein Trading Card Game auf dem PC? Also wenn, dann würde ich es da versuchen zu lernen und ausprobieren. When we develop physical cards, we strive to please by taking great care with our paper quality, colors and printing process. So, this game uses mobile devices rather than paper, we're challenging ourselves to express that care in new ways that are only. Und deswegen machen wir die Reaction auf dem Google Memar Kanal und vielleicht nur die Highlights auf dem Let's Play Markus Kanal. Ich finde das eine gute Lösung. One way we're accomplishing this is with immersive cards. Which give players the experience of leaping into the world of the card illustration. What's more, we've developed new streamlined game rules based on neue gestraffte Regeln. So you can enjoy a quick battle during the free moments. Schnelle Kämpfe. Veränder die Regeln halt, ne? Vielleicht einfach leichter, damit mehr Leute Zugang haben. Our three companies are all working hard to deliver a fun experience for those of you who already enjoy the Pokémon Trading Card Game, as well as those who've never played before. We hope you look forward to the results of our latest efforts in the world of the Pokémon Trading Card Game, Pokémon Trading Card Game Pocket. Wir wollen mal unterstreichen, wie wichtig es denen jetzt ist, weil das könnte durch die Decke gehen, ne? Man kann es ja mal versuchen. We plan to launch Pokémon Trading Card Game Pocket within 2024. In Deutsch heißt es einfach Sammelkartenspiel, nicht Trading Card Game. Please look forward to more details in the future. Okay. Just one more thing. One more thing. Today's presentation with one final video for you all. Jetzt wird's interessant, Leute. Google Mama. Das war's schon fast.
Tschüss! Ja, komm mal, die Inkognitos, die sind doch... Die könnten was bedeuten. Wäre witzig, wenn die gar nichts zeigen. Ach ja. Geht zurück nach Johto. Das Fragezeichen Inkognito. Game Freak. Und wie, vor allen Dingen, egal was es wird, wie sieht's aus? Legenden, oder? Sieht so alt aus. Städtischer Umgestaltungsplan. Eine Vision des harmonischen Zusammenlebens von Menschen und Pokémon. Das ist uralt. Da stand City, aber das war so ein kurzer Name wie Stratos City. Ich spanne einen mal wieder auf die Folter. Detektiv Pikachu 3, genau. Der war Pyro Leo, ne? Stratos City. Da ist der Turm. Nee, das ist Carlos. Stimmt, das sind alles Carlos-Pokémon. Wie bitte? War mich nicht verrückt? Ja, aber warum? Gen 6 Remake, das macht Sinn. Illumina City, aber warum? Hab mich vertan. Ha! Pokémon Z kommt jetzt doch! Oh nein, Pokémon Legenden Z, ZA? 2025, weltweit gleichzeitig. Z minus? Schreib das doch mal aus, richtig! Mega-Entwicklung, Alter, ich hab's einfach gewusst, ich hab einfach gecallt. Und sie haben euch alle hops genommen, Gold, Silber und Schwarz-Weiß. Okay, 2024 kommt nichts. Wir haben kein Gameplay gesehen, nix. Es gibt einfach ein Pokémon-Legenden-Spiel in der Kalos-Region. Aber was für ein Sprung! Da müsste man sich jetzt glatt nochmal so ein Pokémon X oder Y Let's Play anschauen, ne? Zeitnah. Ich hätte da so eine Empfehlung, aber ich spreche es mal nicht aus. Leute, die ganze Reaction auf diese Pokémon Presents findet ihr auf meinem Reaction-Kanal. Google Mama ist verlinkt in der Videobeschreibung und in den Kommentaren. Da gibt es jeden Tag neue Reactions und da gibt es auch die gesamte Präsentation. Wenngleich ich sagen muss, da war ja nicht so viel, aber nur damit das mal gesagt wurde. So, was sagt ihr dazu? Pokémon ZA, Z minus, Pokémon Legenden, Zygarde? Nenn's doch richtig. Ja, was soll man damit anfangen? Aber warum? Warum? Warum kommt man zu... Weil das fehlt, ne? Ich hab's doch gesagt. Pokémon XY haben zu wenig Liebe bekommen. Da braucht's mehr, Leute. Wo ist Pokémon Z? Na, also geht doch. Dankeschön. Aber trotzdem sehr merkwürdig. Ich würde sagen, alles zu seiner Zeit. Guck mal, da ist mein Video zu dem Trading Card Game. Oder zu dem Pokémon Hype. Das müssen wir erstmal sacken lassen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt die nächsten Tage noch mehr Infos bekommen, so zu irgendetwas. Aber das war alles. Wir müssten einfach nochmal schauen. Das war aber auch dünn, ne? 12 Minuten, ne? Hätte ich nicht gedacht. Und das mit dem Inkognito war natürlich auch ein Bait, ne? Das war ein Bait. Also die Entstehung von Illumina City. Sorry, ich war so aufgeregt, ich habe Stratos City gesagt. Das ist ein verrücktes Ding, ne? Aber das ist halt nur... Ja, Flabby B, ich habe überlegt, Flabby B gehört doch zur 6. Generation. Deswegen wollte ich nicht mehr so sagen, so, hä? Aber der Turm, ne? Der gute Durengard. Aber ich finde, dann ist das wirklich genau der richtige Zeitpunkt mit meinem Pokémon Neo Y Let's Play jetzt.
Wobei man noch genug Zeit hat bis dahin, aber... Die Entstehung von Illumina City, oder was? Der Bauplan. Städtischer Umgestaltungsplan. Wie sah die Stadt denn vorher aus? Ich dachte schon, wird es jetzt so ein Happy Home Designer Spiel. Ja, das Z auch so mit dieser Textur da drin ist natürlich auf Zigarre angelegt. Aber das A, ZA, Z-Alpha, nicht Teil des eigentlichen Spiels. Erscheint 2025 weltweit. Also, was ist denn für 2024? Nichts angekündigt. What? Aber wisst ihr was? Das wollt ihr ja so. Und es wird vermutlich auch richtig sein. Egal, was es wird. Es wird sich Zeit genommen anscheinend. Was ich verrückt finde. Was bedeutet das? Könnte es vielleicht... Da steht auch keine Konsole. Ist das vielleicht doch für den Switch-Nachfolger? Weil... Jetzt gibt es Grund zur Spekulation, ne? Es gibt Grund zur Spekulation. Also, wir haben wenig zu sehen bekommen, deswegen bleiben wir bei der Wahrheit. Alles Weitere ist, ja. Also, es ist noch zu früh, darüber zu reden, wie es scheint. Da haben die keinen Bock mehr auf Remakes. Auch das scheint so zu sein. Wisst ihr, was witzig wäre? Legenden Arceus erschien ja auch irgendwie Anfang 2022, ne? Und, Ende 2021 gab es ja trotzdem zum Weihnachtsgeschäft Diamant-Perl-Remakes. Wie wäre das, wenn die jetzt zwar das ankündigen, aber trotzdem zum Weihnachtsgeschäft noch was rausbringen? Irgend so ein lappriges Remake von Ilka. Mehr Infos gibt's nicht, deswegen entlasse ich euch mit diesen Gedanken, die ihr jetzt gerne in die Kommentare schreiben könnt. Wir sehen uns. Und ja, Mensch, das war ja verrückt, du. Viel war das nicht. Das hat man erwartet. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Gute.